Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathoto, beim Clan Sofa Crew. Ja, heute mal ein kleines Update aus meinem Rathaus Siebendorf. Und ihr seht das hier, ich bin schon relativ weit. Es sieht so ein bisschen komisch aus, das Dorf. Denn ich mache so jede zweite, dritte Mauer auch schon mal mit meinem Gold fertig, je nachdem, wie ich das so überhabe. Aber ich habe diesen Account hier ja auch nicht so wirklich stark bespielt. Aber ihr seht das, ich habe schon wieder einen Bauarbeiter frei und ich bin mitten im Loon-Event. Aber worum geht es eigentlich heute? Es geht um den fünften Bauarbeiter. Denn in der Folgeform, ich habe mir das mal aufgeschrieben, 22.09. diesen Jahres habe ich mir den vierten Bauarbeiter ja geleistet. Das heißt also, bis dahin hatte ich die 1000 Juwelen zusammen und ich habe jetzt schon wieder 1859. Also es geht wirklich, wirklich schnell. Nach knapp 2 Monaten bekomme ich hier den fünften Bauarbeiter dazu, wenn ich ihn mir denn gönne, mit den 2000 Gems. Und die will ich mir natürlich heute mal reinspielen. Aber bevor wir das machen, ich muss mich mal selber gerade ein bisschen orientieren. Was haben wir hier? Hier läuft was im Labor. Ich habe ja mittlerweile die Zweierdrachen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hab mittlerweile dann den hier auch auf Max-Level für Rathaus Level 7. Das heißt, der geht nur bis 3 hoch. Und da muss ich mal gucken, welche Truppe ich als nächstes mache. Ich kann mir vorstellen, dass es die Loons sind. Denn mit denen greife ich ja im Moment hier im Event an. Und wir legen auch gleich los. Also die Gegner sind hier relativ knackig für mein Dorf hier. Also was heißt für mein Dorf, für meine Truppen. Und ich habe auch das ein oder andere Mal schon verloren. Das heißt also, ich habe zwar dann mit den Loons angegriffen, aber ich habe die 50% nicht gepackt. Manchmal auch ein bisschen aus Duseligkeit, ihr kennt das von mir. Und da fehlt es dann nur an 1% oder so, aber ich muss hier, will natürlich so ein bisschen A, die Ressourcen reinfahren und B, ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen Dunkles. Denn mein King, das habt ihr auch gesehen, ist auch schon auf Level 2. Und so einer hier ist natürlich top, aber die Luftabwehren, ihr werdet das gleich sehen. Ich werde den hier jetzt auf jeden Fall mal angreifen über diese beiden Luftabwehren hier, die an der Clanburg stehen. Die sind ziemlich stark für meine Truppe. Was habe ich denn hier? Hier habe ich noch mal ein paar Loons drin. Ich denke mal, die nehmen wir in jedem Fall mit. Die lasse ich hier hinten mal ganz, ganz hier hinten raus. Und spamme jetzt mal meine Dreier hier mit rein. Also die Dreier halten echt nicht viel aus. Dahinter die Lakis. Und dann gucken wir mal, wie wir hier mit Wut durch diese Base hier kommen. Es ist echt nicht einfach. Und denn die sind so schnell down, die Ballons hier auf Level 3, die halten echt nicht viel aus, kann man nicht anders sagen. Und hier nehmen wir mal den letzten Wut. Ihr seht das da oben auf der Flanke, sind die schon alle weg. Aber mal sehen, ob die Lakis hier nicht so ein bisschen was mitreißen können und die Loons hier noch auf der Ecke. Aber ich denke mal, an das Dunkle jetzt zu kommen, ist jetzt schon ziemlich schwer. Ich lasse jetzt noch ein bisschen außen clearen hier, dass vielleicht mein King, okay, der geht genau dahin, wo ich ihn eigentlich hinhaben wollte. Jetzt müssen die nur schnell das Lager wegmachen. Der braucht jetzt natürlich seine Zeit. Aber das ist nicht so schlimm. Außen kriege ich schon mal das dunkle Lager mit. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann ein bisschen geht schon mal rein hier. Gewonnen haben wir auch. Und das Lager muss jetzt nur weg, dass der auf das dunkle Lager geht. Schaffen die das? Der King hilft noch ein bisschen mit. Und jetzt geht er auch auf das Dunkle. Das ist super. Ich kriege nämlich jetzt nur noch gleich ein bisschen Beschuss vom Tesla. Und dann ist es das gewesen mit der Base. Ja, der muss sich natürlich hier hart durch die Mauer quälen. Gar keine Frage, aber ich lasse das trotzdem mal laufen und spule das dann gegebenenfalls so ein bisschen vor. So, da hat er das Lager und dann wollen wir hier auch abbrechen, wenn er das Lager ganz down hat. Denn dann verbrauche ich den nicht ganz. Und ich will mich ja jetzt so ein bisschen sputen, denn ich schaffe sonst heute dieses Event hier nicht mehr. Das heißt, ist auch eher eine Ausnahme. Ich booste hier tatsächlich jetzt mal die Truppen und auch die Zauberschüssel hier. Das macht jetzt nicht. Ich hab jetzt zwar 40 ausgegeben, aber ich komme immer noch hin. Wenn ich denn die 200 hier bekomme fürs Event, dann lohnt sich das immer noch, kurz mal geboostet zu haben, um dann hier so ein bisschen weiterzumachen. Was habe ich denn jetzt eigentlich? 1,4 Millionen Gold. Ich würde sagen, wir haben hier eine Luftabwehr übrigens schon auf Max Level. Dann nehmen wir uns einfach die nächste. Die läuft 5 Tage. So ein bisschen kann man sich das auch gut merken. Level 5, 5 Tage. Level 6, 6 Tage und so weiter. Aber ich glaube, später wird das ein bisschen mehr. Und wir gehen hier ruhig
Wir gehen ruhig ohne den Dicken hier jetzt in das nächste Match, denn ich brauche den nicht immer unbedingt. Ich brauche eigentlich nur die Loons und die Lakaien hier an der Stelle, die so einer Base oder so einer Base eigentlich dann den Rest geben. Ah, der hat aber kein Dunkles. Also so ein paar Tropfen Dunkles müssen abfallen, weil ich ja auch so ein bisschen was ausgebe. Ich glaube 120 sind es im Moment, die ich hier für meine Lakaien ausgebe. Und ihr wisst ja, Geiz ist geil, vor allen Dingen hier im RH7-Bereich. Da willst du natürlich nicht so unbedingt dein Dunkles raushauen, weil ich es unbedingt für den King brauche. Der soll ja irgendwann mal auf Level 5 gehen. Und deswegen spare ich natürlich jeden Tropfen. Klar, jetzt gebe ich ein bisschen aus. Ist aber auch nicht so schlimm, denn so ein bisschen müssen wir rein investieren, wenn wir es dann wieder reinkriegen. Also die 120, wenn die dann wieder drin sind, dann ist das auch nicht so tragisch. Der hat 488, hier hat aber nicht die anderen Ressourcen. Mal schauen. Da haben wir gleich den nächsten gefunden. Wunderbar. Brauche ich gar nicht schneiden oder vorspulen. Den nehmen wir. Wo hat der eigentlich seine Luftabwehren? Wo hat der denn eine Luftabwehr hier? Der hat eine. Ach nee, der hat zwei da. Okay, denen kommen wir auch entgegen, würde ich sagen. Von hinten ruhig, ist egal. Ich will ja nur an das Dunkle und gar nicht mal so, obwohl wir können das von hier aus machen. Wir machen das mal aus von der Seite hier unten. Die Bauhüttentat nehme ich immer ganz gerne mit. Das heißt, die mache ich mir kurz mal mit den Lakis weg. Und dann spammen wir hier wieder unsere Loons rein. Die gehen ja in jedem Fall erstmal auf die Verteidigungsgebäude. Nehmen die Lakaien schön dahinter. Die nehme ich jetzt auch mal zwei Reich dahinter. Und dann geht das hier jetzt mal stark durch diese Base durch hier. Hier haben wir auch noch einen Wut drauf. Und jetzt gucken wir mal, wie die fliegen, sodass wir wenigstens irgendwie... Ah, die fliegen schon wieder so weit außen hin. Nein, nein, nein. Guckt euch das an, alle nach außen geflogen. Jetzt habe ich natürlich echt Sorge, dass ich das Dunkle gar nicht kriege hier. Ach. Weil ich jetzt den Dicken auch nicht dabei habe. Tolle Wurst, jetzt hast du den einmal nicht dabei. Und jetzt gehen mir alle Loons flöten. Ja, so ist das leider. Tolle Wurst. Weil die halten echt, ihr seht das hier oben, die halten echt nicht viel aus. Selbst gegen das Klappergestell hier. Ich habe jetzt noch einen Loon hier. Gut, die anderen Ressourcen sind ja auch nicht schlecht. Haben wir hier mitgenommen und wir haben ja in jedem Fall gewonnen. Das wollen wir ja eigentlich. Aber ich wollte ein bisschen Dunkles mitnehmen. Und ich glaube, ich habe jetzt gar nichts an Dunkel mitgenommen. Das sehen wir jetzt gleich. Der Lakai hier macht jetzt noch so ein bisschen da oben die Lager. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte eigentlich doch an der Bauhütte da, habe ich doch einen Lakai neben gesetzt, dass der jetzt gar nicht, dass die Bauhütte da nicht weg ist. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber die nehmen mir noch mal so ein bisschen was mit. Ja, das ist nicht schlimm, denn ich brauche ja 1300 oder so für den Loon dann später heute. Also das ist schon mal ganz schick, dass die beiden Lakis hier das noch machen. Ja, das sind Lakaien auf 1. So sehen sie aus. Und sie sind ganz schick. Keine Frage. Oh, no spells left. Jawohl, da hat er recht. Ich denke, das Lager, mehr schaffen die da noch nicht. Dann sind die gleich in der Range hier der Bogenschützentürmen. Türme-Damen. Und dann machen die hier kurz mal den Rest. Oh ne, die nehmen auch, die nehmen das. Ah ne. Sie nehmen zwar das Rathaus mit, aber ihr seht das, 3-4 Schuss, dann ist so ein Lakai auch gewesen. Also kein Dunkles jetzt mitgenommen. Schade. Ah, Mist. Ein bisschen wurmt es mich natürlich, aber wir bauen exakt die gleiche Armee nach. Ein bisschen bin ich im Moment gehemmt. Ihr seht das hier, das dauert auch ein bisschen. Denn ich habe im Moment eine Kaserne hier im Ausbau. 3 Tage, 12 Stunden noch. Dann habe ich in jedem Fall meine dritte Drachenkaserne. Und dann geht es natürlich daran, dass ich die hier hinten aufbauen muss. Die braucht dann nochmal 2 oder 3 Level mehr. Also mache ich jetzt doch mal einen kurzen Cut. Und dann machen wir hier fröhlich weiter. Wir sind zurück hier und haben 2 Armeen am Start. Also wir müssen jetzt noch ein bisschen was reinholen hier. Ich glaube, ich muss noch 6 Mal gewinnen. Das packe ich allerdings nicht mehr in der Zeit hier, glaube ich. Ist aber nicht so tragisch. Ihr könnt sicher sein, dass ich mir den 5. Bauarbeiter nach gut 2 Monaten oder nach 2 Monaten, nachdem ich mir den 4. gegönnt habe, auch gönne. Denn auch mit diesem Account geht es natürlich ein bisschen weiter. Der soll ja auch nicht stehen. Oder wie es bei unseren True Warriors immer so schön heißt. Wer pennt, der brennt. Und wer nicht gammt, der clasht nicht am Limit. Also habe ich heute auch mal ein bisschen was gegammt. Beziehungsweise nicht gegammt, sondern geschubt hier. Auch wenn ich die Juwelen eigentlich hart sparen wollte, war es aber trotzdem mal wieder an der Zeit hier, euch so ein kleines Update hier zu geben. Und
Ah, wir sehen hier, der ist eigentlich schick hier, denn der kann schon mal eine Luftabwehr hier wegmachen, das ist nicht schlecht. Und dann nehmen wir uns hier auch mal die Kanone schon mal und oh, wir können uns eigentlich hier alle Kanonen holen. Ah nein, da ist die Luftabwehr noch. Ah, jetzt ist sie weg. Okay. Jetzt ist die Luftabwehr weg. Dann können wir den Rest hier auch mal hinterher spammen. Ruhig über die Seite, dann haben wir nämlich den King hier auch gleich mit im Boot. So ein paar Lakaien hier noch hintergesetzt. Ist jetzt mal so ein komischer Angriff hier. Ah, da hinten ist der Feger. Super. Und jetzt muss ich den erstmal hier ein bisschen Gas machen. Wir müssen nur gewinnen. Wir müssen nur gewinnen. Und die Luftabwehren hier in der Mitte sind schon wieder stark genug. Oder fast schon wieder zu stark. Ich habe hier oben mal wieder den Feger nicht bedacht. Jawohl, Toto. Hast du super gemacht. Den hätte ich vielleicht wegklopfen sollen. Denn hier unten das Ganze. Aber das waren viele, viele Lager. Und letztendlich sollte ja an der Stelle mein King geschützt werden. Und ich denke mal, die 50% haben wir hier in jedem Fall. Der Tesla in der Mitte ist nicht mehr ganz so schlimm. Und die kriegen vielleicht sogar noch die vielen Lakaien da, die Luftabwehr, ne? Ah, kriegen die die? Nee. Schade. Ah, doch, die kriegen die. Die Luftabwehr ist eigentlich ein bisschen zu stark. Aber meine Luckys haben es hier gerissen. Und jetzt der Flächenschaden hier auf meine Loons. Oh, ja, die müssen auf 4 hoch. Die müssen in jedem Fall auf 4 hoch hier. Das hat echt keinen Nährwert mehr auf 3. Hier noch weiter mitzumachen, denn ich kriege natürlich auch andere Gegner hier, jetzt auch mit den Rathaus 7, ne? Und klar, könnte ich jetzt mal meine Drachen nehmen. Irgendwann nehme ich natürlich auch vermehrt hier die Drachen. Aber die sollen mir hier, denke ich mal, jetzt noch. Und es sind wieder 2 Lakis, die es hier reißen, ne? Wieder 2 Lakaien, die hier das Gebäude umreißen. Finde ich natürlich auch super. So, dann machen wir das mal eben so. Dann haben wir den auch schon mal drin. Na komm, komm, kommt. Danach gibt es natürlich Beschuss hier vom Magierturm, der ist schon auf Level 4, so wie ich das sehe. Und der wird natürlich hier beide easy peasy schaffen. Jawohl, da ist der erste, da ist der zweite. Ah, macht nichts. Hat er gut gemacht hier, der Toto, und hat sich 138 sogar reingefarmt. Also, oh, da haben wir noch den Bonus, genau. Hier habe ich natürlich auch noch ein bisschen was drin. Also ich hab Reserven hier. So ist es nicht. Und deswegen starten wir hier mindestens noch ein. Ich denke mal, 4 Kämpfe kriegt man dann auch ganz nett in so eine Folge rein hier. Der hat kein dunkles. Jetzt habe ich meinen dicken natürlich nicht. Ist aber nicht so tragisch. Ah, wir haben natürlich auch ganz gut Ausgaben. Ihr seht das hier mit meinem Elex, geht es nicht wirklich voran, denn ich habe auch immer die 3 Zauber als Ausgabe natürlich dabei. Aber das muss ich jetzt einfach mal im Event hier durchstehen. Ich habe ja ein bisschen was in meiner Treasury. Das kann ich dann nachfüllen, falls mir der Rest dann zum Upgrade auf die Loons auf Level 4 fehlen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier noch einen Gegner finden. Oh, der Feger steht cool hier, aber leider ist das Rathaus genau zwischen den beiden Luftabwehren. Das ist nicht schlecht. Und in den Bereichen hier finde ich aber eigentlich immer ganz gut eine Base. Eigentlich finde ich ganz gut eine Base, wo ich das mit meinen. Ah, die ist eigentlich ideal. Ne? 2 der Luftabwehren vorm Rathaus, eine dahinter. Die werde ich natürlich nicht erreichen. Und da ist der schwarze Topf. Wie machen wir den jetzt am günstigsten? Ich glaube, wir machen den nicht. Ich gehe halt weiter. Kostet nur 380. Auch das muss ich sagen, muss ich ein bisschen schlucken. Bei meinem RAL war, da kostet das 1000. 1000, jeder Klick nach weiter. Und wenn du dann natürlich minutenlang hier mal nichts findest, dann hast du eben mal ganz, ganz schnell 10 oder 20.000 ausgegeben. Einfach nur so. Und oh, na, der wäre jetzt nicht schlecht, der hat eine Luftabwehr im Ausbau. Aber ganz so leicht wollen wir es uns ja doch nicht machen, weil wir ein paar Ressourcen suchen. So wie den hier. Der ist schick hier. Da können meine Loons können ja jetzt gar nicht woanders hinfliegen. Ich gucke mal, ob der irgendwas in der Clanburg hat. Hat er nicht. Also jetzt können ja meine Loons gar nicht anders fliegen als durch diese Base hier. Nur für den Sieg hier nehmen wir diese Base hier mit, auch wenn sie nicht so stark ist. Und verbratzen jetzt auch richtig viel hier. Das macht jetzt nichts. Denn ich möchte ja echt den nächsten Bob haben. Mal sehen, ob das hier mit. Ah, das reicht schon. Ich brauche den einen Zauber nicht. Den kann ich mal sparen. Ist ja auch mal ganz gut. Dann habe ich ungefähr 25.000, glaube ich, an Elex-Kosten schon mal verspart. Und kann die Armee hier ganz fröhlich weiterbauen. Ja, das ist natürlich eine Opferbase hier. Für so eine Truppe hier, die brauchen gar nicht nach außen fliegen. Der hat außen auch gar nichts. Ich brauche hier auch meine Bauhütte nicht. Zack, 100% in ein paar Sekunden, hätte ich mal fast gesagt. Und die nächste Armee ist natürlich noch nicht am Start. Ich kann sie auch gar nicht nachtrainen, weil das hier mit denen nicht passt. Jetzt passt es wieder. Jawohl.
Und ich würde sagen, ich mache hier fröhlich weiter. Wie oft muss ich noch angreifen? Ja, viermal noch, Leute. Ihr seht, das ist das ganz easy peasy hier. Und mit den 200 dazu gewonnenen Juwelen werde ich mir in jedem Fall den fünften Bob kaufen, denn der nächste Bob wird hier auch, Bob Bauarbeiter, wird hier auch in 43 Minuten fertig. Ich hoffe, die Sonntagsfolge hat euch trotzdem gefallen. Ich habe die nur für euch ganz kurzfristig aufgenommen und bin angeregt worden, einfach mal wieder eine Rathaus 7 Folge hier zu machen. Es geht hier also fröhlich und munter weiter. In dieser Woche werdet ihr ganz harten CK sehen, vor allen Dingen Rathaus 11er CK. Also bleibt an meinem Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Flashen.